Moin, liebe Freunde, und willkommen zu Guild Wars 2. Ich wurde ja lange und oft gefragt, wann ich damit wieder weitermache, denn Guild Wars 2 war mein allererstes Together-Projekt, das ich auf YouTube gebracht habe. Und ja, ich hatte es schon lange vor, wieder zu bringen. Und zum einen halt, also es wird kein tägliches Projekt, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber zum einen will ich einfach in Ruhe mit euch ein bisschen questen, mit neuen Charakter hochziehen und zum anderen mit Mr. Wiederwolf hier ein bisschen die PvP-Action steigen lassen. Mein Heal-Bunker-Wächter fürs PvP, aber da müssen wir mal schauen, wie regelmäßig ich es machen kann. Aber erstmal möchte ich mal mit einem neuen Charakter anfangen. Und was ich noch nicht habe, aber ich aber gerne hätte, ist ein Jäger. So. Aber welche Klassen nehmen wir für einen Jäger, ne? Also Norn finde ich hier ganz witzig, hatte ich aber schon öfter. Mensch, habe ich... Char weiß nicht, weiß ja nicht. Elf. Naja, wir nehmen mal einen Char. Passt besser. Männlich, natürlich ist er männlich. Was soll es denn sonst sein? Und, ja, es wäre dann der Waldläufer. Also, Dieb habe ich auch. Ist auch sehr geil, macht auch sehr viel Spaß. Necro fand ich auch ziemlich cool. Ele level ich gerade so privat ein bisschen hoch. Wächt. Oh Gott, sieht das geil aus beim Char. Alter Schwede. Der hat was, ne? Der hat was, Leute. Der Krieger war das, Entschuldigung, der Wächter ist hier. Aber hat generell, also Platte finde ich sowieso immer schön, schwere Rüstung. Tut mir echt weh, es nicht zu spielen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gerade bei so dicken, fetten. Aber egal, wir bleiben beim Waldläufer. Das ist, was ich vorhabe. Und ich bin kein Freund von den großen Anpassungen, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache ihn... Ich lasse normal mal alles so, wie es ist. Da bin ich sehr simpel. So, welchen Tiergefährten nehmen wir denn mit? Tja. Also eigentlich finde ich den Verschlinger schon so widerlich, aber den Lindwurm einfach so geil, weil er groß ist. Wir nehmen den Lindwurm. Aber weil er riesig ist. Auch in schwierigen Situationen meister ich mit... Charisma, nee, Würde, ich glaube eher Wildheit, meine Freunde. Ich bin ein Wolf. Ich bin stolz auf meine Zugehörigkeit zur Eisenlegion, Aschelegion, Blutlegion. Natürlich nehmen wir die Blutlegion. Ich würde sterben für meinen Trupp, besonders für Piep. Wir trainieren immer gemeinsam. Maverick, oh, das Klauen. Tja. Das sind unsere Einzelkämpfer. Lass die Klinge sprechen, so eher deep-mäßig. Ich würde sagen, wir nehmen einfach Maverick. Ja, die Einzelkämpfer, ich mag Einzelkämpfer, sind immer gut. Man sagt, man als Zeuger sei ein loyaler Soldat, Schamanenhexer, ein ehrloser Gladium. Also um meinen Vater auch im Real Life zu würdigen, sage ich ein loyaler Soldat. Nicht, weil er ein loyaler Soldat gerade bei der Bundeswehr ist, sondern einfach, weil mein Vater ein sehr sozialer und loyaler Mensch ist, der halt immer einschreitet, wenn es einfach muss. Und das möchte ich hier einfach mal anbringen. Warum auch nicht? Ich guck mal, ob Vita Wolf an sich schon vergeben ist. Witzwolf bestimmt nicht. Vita Wolf? Ja, der wird verwendet. Ich glaube sogar von mir. Mr. Vita Wolf wird auch verwendet. Dann nenne ich ihn einfach mal Vita. Vita wird verwendet. Con Vita. Ha, Con Vita war frei. Danke, Dalu, für diesen Namen. Ich werde ihn auf ewig tragen, glaube ich. Ich bin Char. In dieser Welt ständiger Kämpfe. Bin ich die tödlichste aller Waffen. Ich erkenne keine Macht an, nur die geballte Faust meiner Legion. Mit Kampfmaschinen haben wir unsere Götter getötet. Wir haben unsere Heimat Ascalon zurückerobert. Auf den Gräbern der Feinde flattern unsere Siegesbanner. Wenn... wir schwanken sollten, könnte er uns durch die Klauen rinnen. Sieg um jeden Preis.
Die Blutlegion ist meine Mutter. Die Blutlegion ist mein Vater. Wir Char sind in den Kampf geboren. Wir leben auf dem Schlachtfeld. Ich werde im Kampf sterben. Wir sind Soldaten, Bodentruppen, Frontinfanterie. Wir stellen den Feind direkt. Ich habe mir den Respekt der Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet. In der Blutlegion lehrt man uns die Bedeutung des Wortes Pflicht. Wir geben nie nach. Heute ziehen die Soldaten der Schwarzen Zitadelle gegen die Geisterplage ins Land. Ich bin zur Verstärkung des Bollwerks eingeteilt. Soll die Asche-Legion in den Schatten lauern? Soll die Eisen-Legion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ich höre nicht auf zu kämpfen, bis nur noch eines auf dem Schlachtfeld steht. Ich. Das ist meine Geschichte. So sieht's aus, liebe Freunde. Und jetzt gleich müssen wir erstmal gucken, ob ich die Grafik überhaupt so übernehmen kann oder ob ich sie doch ein bisschen runterschrauben muss. Also beim Zocken alleine kann ich sie halt voll hochdrehen, gar kein Thema. Gerade jetzt mit der neuen Grafikkarte, die ich geschenkt bekommen habe von Lia und Velemis. Aber voll aufdrehen und in Full HD aufnehmen mit OBS, das, also beim PvP habe ich schon gemerkt, da gab es Probleme. Was soll das denn hier? Tooltip brauche ich nicht. Lass mal gucken. Sieht aber eigentlich so an sich noch ganz cool aus. Ah ja, schön, haben wir auch noch was bekommen. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich die ganze Zeit Tooltips bekomme, weil ich habe gar keinen Bock drauf. So, ich nehme schon mal hier einfach Post an und lösche das. Also es wird keine Spielerklärung hier werden, ne, Leute? Das mal so nebenbei. Ups. Ich erkläre nicht das Spiel, wir spielen einfach das Spiel. Für die Legion. Habe ich schon mein Pet eigentlich? Oh, yes. So, wir haben noch nicht viele Fähigkeiten. Die muss man sich ja freispielen. Und ich denke, also, was sich wirklich lohnt, ist aktuell, dass man einfach ein bisschen PvP betreibt, weil man auf den PvP-Schlachtfeldern mit der letzten Änderung, die es gab, auch Folianten bekommt. Und mit diesen Folianten bekommt man einfach ein komplettes Level abgeschenkt. Und das ist etwas, das sich absolut lohnen würde. Das geht sowas von schnell. Das ist unfassbar. Sollen wir uns die Story angucken, so richtig? Ja, mach mal. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen. Aber ich bin zu erledigt. Ich schaff das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben. Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Ridlock wird ihn frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Alrighty then. Komm, mein Kleiner. Wie nenne ich dich? Lurchi. Komm, Lurchi, wir machen das. Ja, ich kann nicht einfach durchlaufen. Hier ein paar Gegner muss man einfach mitnehmen. Das muss sein. Bringt nicht so viel. Das war ich auch. Ich habe noch genug Sachen für Level-Ups und so, aber ich möchte das ganze Let's Play doch ein bisschen geschmeidiger angehen. Ein bisschen ruhiger. Aus diesem Grund, ja, ich denke, Boost braucht man nicht. Komm mit, Lurchi. An den schleichen wir uns vorbei, wie Pros. Yeah. Runde. Hier geht's immer weiter Runde. Oh, was haben wir hier? Ja, was braucht denn meine Hilfe? Guckt euch mal hier das Brotmesser an, was der da hat. Oh, schon ein hungriger Geselle sein. Weiter geht's. Hier liegen schon die ersten Toten.
Naja, wir können ja nicht überall sein. Komm, mach mal ein Platt hier. Keine Gegner für uns. Convita macht das. Die wilden Abenteuer des Convita-Wurst. Gerade. Ascalon-Kämpfer. Geister der Vergangenheit. Auferstanden. Um mir völlig auf den Sack zu gehen. Na, wo ist die Ratte? Abmarsch. Los, Leute. Neues Event in der Nähe. Wir müssen hier einfach töten, 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 was das Zeug hält. Dafür hätte ich ganz gerne schon eine zweite Fähigkeit, nur mit einer so ein bisschen... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber läuft. Also ich finde, einen Waldläufer, wie gesagt, hatte ich selber noch keinen und ich finde es einfach geil. Ich finde, die Typen, die gehen schon ab. Los, Lurchi, fass! Ja, und unten links, warum habe ich da eine Symbolik? Das ist ganz einfach. Oder warum habe ich da überhaupt irgendwas drüber gelegt? Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, weiß ich noch nicht, was ich drüber lege. Weil da ist ja der Chat. Und der Chat ist für das Let's Play irrelevant. Und im Chat steht halt auch noch einiges Persönliche. Deswegen habe ich da einfach was drüber gemacht. Damit meine Mates hier nicht darauf achten müssen, was sie schreiben. Das muss nämlich nicht sein. Ah ja, schon eine Idee, weil ich drüber lege. Oh, das war ein bisschen zu viel. Nein, fall einfach um. Bringt doch nichts, Vernichtung hier. Jetzt aber schwer am Sicke. Komm, Lurchi, fass! Lurchi? Was mit Lurchi? Aha! Komm, Lurchi, angreifen! Ich kann Lurchi nicht lenken. Ah, guck mal hier, wir sind aber hier noch Krieger von Ascalon. Da kann ich Lurchi drauf hetzen. Ich habe leider keine einzelne Leiste für Lurchi. Das finde ich echt schade. Ich hätte gerne so eine eigene Leiste, dass ich Lurchi halt auf die kleinen Viecher hier schicken kann. Während ich selber hier auf King Dingling gehe. Weil da will Lurchi ja nicht. Da ist er faul. Ja, das hält nicht lange noch. Ich weiß auch gar nicht, ob es sich lohnt, die Kleinen zu machen oder ob er immer nur auf dem Ding bleiben soll. Da kommt der. Ah, da wollte ich ausweichen, da war ich echt zu langsam. Boah, die Range ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. Wieso drei Schaden nur? Ah, zu früh. Achso, jetzt kommt was ganz anderes, alles klar. Da geht er down. Kaputt, da bröselt er. Weggebröselt. Und willkommen auf den Ebenen von Ashfuad. Ich denke auch, wir sollten alles hier an Punkten einnehmen, die es hier gibt. Mach mal richtig easy. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr war Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Ja, ja. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige, aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig.
Das Schätzelein hat einen leichten Überbiss, ne? So, und da sind wir auch schon hier. Level up. Belohnung. Neue Ausrüstung. Klick. Jo, habe ich. Waffenfähigkeit 2 habe ich. Annehmen, dankeschön. Gucken wir doch mal rein. Ja klar, gut, wir haben einen neuen Bogen. Mit Waffenstärke 111, 130 gegen den kleinen. Okay, das ist schon mal besser. Und wir haben einen neuen Spell bekommen. Schnellfeuer. Feuert mehrere Seifen auf einen Gegner. Oh, sexy.